ihr Lieben. Hallo. Hier sitze ich mit wunderschönen Mama, Hund und wunderschöner Annette. Ja. Hier in Spanien? Ja! Oh mein Gott, Annette durfte ich physisch kennenlernen in Hannover. Mhm. Mhm. Foundation. Ja. Und da hast du was entschieden. Ja. Beschlossen. Ich habe entschlossen, in Hannover, ich glaube, ich fahre zum Pferdekurs nach Andalusien. Warum, weiß ich nicht. Es war einfach nur so ein Gefühl. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das Geld war überhaupt nicht da. Noch gar nicht. Nee. Und dann habe ich mich erinnert, was wir bei Access ja so immer schön auch mit den Handwerkszeugen und mit den Tools gemacht haben und habe gedacht, nein, die Wahl kreiert. Und dann habe ich geguckt, was ist gekommen von den Kreationen und habe dann versucht, diese ganzen Kreationen, nicht versucht, sondern ich habe die Kreationen umgesetzt. Und ja, siehe da, juhu, ich bin hier. Na, irgendwann ist dir aufgefallen, dass der Kurs nicht auf Deutsch sein wird. Genau, das war auch das Schöne. Aber es war so witzig. Es war so witzig, weil du warst nur super überrascht und dann ja dann halt. Ne? Dann halt, genau. Ja. Führerschein war natürlich auch noch ein alter da, musste auch noch geändert werden. Ich habe noch so einen alten grauen gehabt und habe dann erfahren, wenn ich ein Auto miete, bringt mir das überhaupt nichts. Also auch noch einen neuen Führerschein beantragen. Aber es war jetzt eines der geilsten, also ich muss sagen, es hat mich amüsiert. Ich habe es bewundert. Ich war wow, ich habe es Leuten erzählt. So wie, weil es gab sehr viele Hürden oder sehr viele Sachen, die du aktiv wählen musstest, um wirklich physisch hier zu sitzen zu können. Ne? Ja. Und es wäre super leicht zu sagen, hey, wähl mal was anderes, vielleicht im nächsten Kurs, vielleicht wenn du in Deutschland machst. Ich mache auch eins in Österreich, ne? Und es war so witzig. Hättest du leicht was anderes wählen können und sagen, nee, das ist so schwierig. Ich meine, erstmal, ich habe das Geld nicht. Okay. Aber du warst, nee, dann kriege ich es halt. Ja. Und ich so, oh, I like that. Ich liebe das. Und dann Sprache, naja. Und ich so, oh my God. Führerschein, naja, dann wählt man das auch. Du warst ja nicht nur am Wählen. Ja. Also hast du es nicht, der Berg war nicht ein Berg, den man nicht verändern könnte, besteigen kannst, sondern du hast es einfach gewählt. Ja. Das stimmt. Und es hat es nicht signifikant gemacht, dass es ein großes Problem ist. Mhm. Viele Leute würden sagen, nee, das ist mir zu viel. Das muss ja ein Zeichen sein, ne? Ja. Es kam natürlich auch nach oben, nachdem ich dann gehört habe, dass Liesen dann auch in Österreich noch einen Pferdekurs macht. Und dann sage ich so im Gedanken für mich, na, das hätte jetzt auch alles einfacher haben können. Und, aber ich weiß, dass es genau das war, was es nämlich nicht sein soll. Weil sonst hätte ich mir Hannover nicht ausgesucht, weil den Foundation hätte ich auch vor der Tür machen können. Mhm. Aber ich habe vorher schon beschlossen, nein, ich möchte nach Liesen, nach Hannover fahren. Es ist für mich eine andere Energie. Und nicht die bequemen Sachen wählen, weil bequem kannst du immer. Natürlich war es schwer, gar keine Frage. Und zwischendurch denke ich mir, ah, was machst du dir da angetan? Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das, was ich heute oder die letzten 2,5, 3 Tage erlebt habe, ich habe jetzt noch eine Gänsehaut. Ich habe ja überhaupt nichts mit Pferden zu tun gehabt, im Gegenteil. Du weißt, ich habe gesagt, ich habe Angst davor. Ja. Und wir haben es ja am Freitagabend, als wir die Pferde begrüßt haben, haben wir das ja auch gesehen. Hm. Der hat kaum gezuckt, dieses Pferd. Und die war in den Boxen abgesperrt. In den Boxen. Sicher. Und dann war ich weg. Ne? Also dann hat mich das so erschreckt, dass ich echt rausgelaufen bin. Und dann Liesen hat natürlich nicht locker gelassen und hat gesagt, komm. Und dann habe ich es geschafft, ein bisschen näher zu bleiben. Ja. Und, ich fand, du hast es sehr gut geschafft. Das war toll. Ja, ich wollte es auch wählen, wie gesagt. Ja. Ich habe es nicht gemacht. Wählen, jeden Tag. Ja. Und wir haben es ja gesehen. Und ich habe wirklich gewünscht, dass wir hätten Fotos jeden Tag gemacht, weil jeden Tag sehen die Leute hier ganz anders aus. Ja. Und wir durften auch einiges miterleben mit dir. Und es war wirklich, wirklich, wirklich schön. Und ich glaube, es ist ein Riesenbeitrag für die Leute, auch die hier im Kurs waren. Mhm. Und es war gestern richtig mit dem Pippi? War gestern, das war gestern mit Pippi, ja. Mit Pippi war gestern. Gestern also. Saß sie auf dem Pad. Da haben wir eine Vertrauensübung gemacht. Es geht darum, wirklich loszulassen, die Kontrolle loslassen. Oder was immer man loslassen möchte, was immer man auch willkommen heißen möchte in sein Leben. Also das Universum, das deinen Rücken hat oder das Pferd. Oder wir haben oft, wo wir so ein bisschen Abstand halten, um sicher zu sein und solche Sachen. Und wir haben meistens Erlebnisse, wo wir kein Vertrauen haben. Mhm. An anderen Leuten, an uns selbst und so weiter. Und ja. Das muss sagen, wirklich schön, da zu sein mit dir, durch diese Veränderung, die du gewählt hast. Ja, es war auch gar nicht ganz so einfach,
wie gesagt, dieses Vertrauen. Also ich kann es auch wirklich nur jedem empfehlen, auch wenn du überhaupt nichts mit Pferden zu tun hast. Die sind wirklich sowas von bereit und sowas von sanft. Und ja, die Situation auch mit diesem Apfel, wo ich dann ja auch Schiss hatte, dem Pferd noch den Apfel zu geben. Wurden weil das, bedanken. Ja, das war natürlich wieder was anderes. Ich war froh, ich konnte schon dran, ich konnte das Pferd schon anfassen, ich konnte das Pferd führen. Ja, oh mein Gott, ihr müsst Video sehen. Das war geil, aber da hatte ich noch eine Hürde. Ja. Und da habe ich mich so gewundert, dieses Pferd hat gesagt, nee, wenn die Angst hat, will ich auch diesen Apfel nicht haben. Das war witzig. So, und dann man kommt in der Aufnahme und dieses Pferd hat mehrere Äpfel bekommen. Sie war auch letztes Mal war sie auch sehr aktiv. Sie weiß, was ein Apfel ist. Ja. Sie kommt wirklich, wie hält man das? Wie bei blablabla. Du weißt, ja. Das war so süß. Und wir so, ja, geh mal ran und wir müssen dran gehen. Und es steht, sie schaut wirklich nur rein. Ja. Sie also nicht mal, du weißt, man, der Duft von Apfel würde sie ein bisschen bewegen. Nichts. Es war einfach meditativ. Sie sagt, überhaupt nichts. Und ich so, wow, dürfte ein netter da sein, neben so ganz nah am Pferd und es beißt nicht, es tut nicht, nichts. Es macht nichts. Ja. Und dann, ich habe sogar den Apfel angebissen, ein bisschen. Und ich so, du darfst es essen, es ist okay. Und dann hat sie angefangen, ein bisschen zu essen und so weiter. Und was hast du danach gemacht? Danach habe ich mich getraut, dann haben wir sie zum Stall gebracht und dann habe ich mich getraut, diesen Apfel nochmal zu nehmen, also einen neuen Apfel. Mhm. Und siehe da, dann hat sie den von mir genommen. Das heißt also, sie hat meine Angstenergie schon gespürt und hat mir geholfen, währenddessen das zu verwandeln. Und das fand ich so geil. Ich krieg da schon wieder eine Gänsehaut ohne Ende. Also ich hätte niemals gedacht, niemals. Und wie gesagt, jetzt ist es überhaupt kein Thema mehr, in den Stall reinzugehen, das Pferd anzufassen, mit dem Pferd zu reden, zu sprechen, zu streicheln, das Türchen aufzumachen. Und also ich kann nur sagen, mega, 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 was ich hier mitnehmen durfte, was die Pferde mit mir gemacht haben, war ein Riesengeschenk. Ich habe hier lernen dürfen, mich hinzugeben, was nicht ganz so einfach war. Es war schon sehr strange. Und ich hatte auch strange Erlebnisse vom Körper her, wo ich gedacht habe, nein, der Körper gehört dir nicht, das, was du gerade da im Spiegel siehst. Und am nächsten Tag war das weg. Mhm. Also ich weiß nicht, was es war. Es war tricky, gar keine Frage. Aber ich weiß, dass eine Menge geschehen ist. Und ja, ich werde weiter kreieren, auf jeden Fall mit den Pferden. Und ich kann wirklich nur sagen, Leute, wählt einfach und macht es einfach. Setzt es um. Wählt und wählt und wählt, weil jede Wahl wirklich kreiert. Ich habe jedes Mal auch gewählt, genauso wie ich jetzt hier gewählt habe, noch einiges mehr zu intensivieren. Ich habe natürlich heute oder diese letzten 3 Tage nicht geritten. Mhm. Aber ich habe gewählt, ich möchte bei Evelyn reiten in der Schweiz, weil da möchte ich gerne mit dabei sein, bei diesem Pferdekurs nochmal, weil diese Energie mit diesen Pferden ist grandios. Mhm. Nicht nur mit den Pferden, auch mit den Hunden hier. Ich habe heute Morgen dieses Erlebnis gehabt mit, ich weiß nicht, ich glaube, war Pepe. Mhm. Ist ein fremder Hund. Ich weiß, dass ich Hundeangst hatte. Aha. Hatte. Ja. Mhm. Und ich bin hier raus. Das erste Mal war es ja interessant in Hannover mit Sinja. Mhm. Und hier war es aber heute Morgen nochmal eine ganz andere Nummer. Ich hätte mir niemals gedacht, dass ich mit einem fremden Hund spiele, der den Mund aufmacht und bei mir in den Händen knabbert und ich nicht gleich anfange, hier zu schreien und wegzurennen. Und das war für mich so selbstverständlich heute Morgen, mit dem zu spielen. Und auch wenn der mit den Zähnen kam und. Es war grandios. Ja, wir haben ein Video gesehen, wo Pippes Ohren hochkamen. Du musst es anschauen. Du hast ein Video gemacht, glaube ich, gestern und dann saß er auf der Couch mit dir. Aha. Und ich sehe nur reden und Michael und schauen, da kommt ein schwarzes Ding hoch, immer wieder im Video. Und das ist aufs Ohr. Und zum Schluss sieht man Pepe. Und ich sage, oh mein Gott, das sieht so lustig aus. Ja, Pepe und Annette haben so eine kleine süße Beziehung hier. Aber ich weiß, jeder Kurs ist anders. Und ich habe jetzt 3 hier gehabt. Und jedes Mal sind andere Pferde dabei. Die Pferde sind hier. Ich habe auch mein eigenes Pferd. Diesmal war mein eigenes Pferd nicht sehr aktiv dabei. Es gab andere Pferde. Und ich weiß es vorher nicht. Deswegen, ich liebe, wenn ich zu verschiedenen Stellen komme und es gibt verschiedene Pferde, weil die Pferde sind da für einen Beitrag. Und wenn die Leute sind, dann
die Pferde wählen auch. Das stimmt, die Pferde wählen. Deswegen mussten wir ja auch immer schön fragen, ob sie überhaupt Lust hatten, mit uns zu arbeiten. Ja. Ne? Und manchmal war es dann so, dann kamen solche Sachen, nee, eher nicht heute, aber dafür jemand anders. Also es war schon mega spannend, so, dass die wirklich auch wählen. Ja. Die wählen und auch die dürfen genauso auch wie wir. Wählen. Ja. 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 Ganz frei. Und die wollen bei einer Sache dabei sein, bei der anderen nicht. Ja, das haben wir ja gesehen. Oh, ne? Ja. Bei mehreren Sachen, ich so, oh mein Gott, was macht die jetzt hier? Ja, also die Vertrauensübung, die war einfach für den Schimmel. Der war also, oder was das für ein Pferd ist, ich weiß gar nicht, ob das ein Schimmel ist. Auf jeden Fall den weißen, der gepunktet ist. Der Pipi. Jerma. Pipi saß drauf. Das ist die da. Ja. Also jetzt immer, hey, was, wenn du Pipi wärst? What? Das ist Seelsorgen. Wir kommen ganz. Und wir haben super Fotos, die sieht wirklich aus wie Pippi. Ja, das kann ich machen, ja. Also ich kann auch nur sagen, hier Andalusien, die Energie von der Natur ist auch genial. Mhm. Also das harmoniert, das spielt alles miteinander mit. Die Leute hier, das Hotel hier, die ganze Atmosphäre, ich kann es, jedes Wort würde es kleiner machen, wie das, was ich hier erlebt habe. Und jeder hat es auf seine Art und Weise erlebt. Und ich bin glücklich, euch alle hier zu sehen, weil es ist wie mein Zuhause hier. Aber ich kann auch sagen, zum Beispiel, ich gehe nach Österreich, wo ich noch nie war, und wie Energie ist, war ich so, oh, das wird, glaube ich, auch so ein Punkt werden. Und die liebe Evelyn hat auch was gefunden in der Schweiz, wow. Ja. Und gerade suchen sie einen Platz in Brasilien. Und ich so, für mich ist das nicht nur ein Kurs, es ist wirklich rund um ein Erlebnis zu sein mit allem. Ja. Weil für mich ist, deswegen nach diesem Platz habe ich auch gesucht, wo ich habe ein Universum gefragt, etwas, was mir zeigen könnte, wie wir alle eigentlich verbunden sind mit Natur, mit allem. Alles hat Moleküle, alles redet mit uns und mit Menschen verstehe ich, ich kann kreieren. Aber ich wollte mehr alles dabei haben. Und ich so, als ich herkam, ich fühle mich wirklich zu Hause hier. Ich liebe es hier. Ja, das ist auch wunderschön. Also für mich, ich habe es auch gewählt. Ich komme auf jeden Fall nochmal wieder. Hier, genau hier hin. Auf jeden Fall. Jetzt kenne ich mich natürlich aus. Ich werde nicht mehr mit solchen Sachen konfrontiert. Mit Automieten. 2 Stunden noch fahren vom Flughafen aus. Jetzt bist du Expertin, jetzt kannst du es schon. Jetzt weiß ich, wo es ungefähr ist. Ja. Ne? Jetzt müssen wir die nächste Stufe nehmen. Schon, dranbleiben. Also, wie gesagt, ich bin und sie hat viel Englisch gelernt. Ja. Sie wacht sogar auf und hat eine Frage auf Englisch. Ja. Und ich so, what is that? What? What is that? War morgens oben in meinem Kopf, wo ich denke, was ist denn hier passiert? Ne? What is that? Oder wenn ich gesessen habe, sobald ich meinen Kopf drin hatte, weil ich es verstehen wollte, habe ich nichts mitgekriegt. Und als ich aber gesessen habe und habe gedacht, egal, lass sie mal quatschen. Und auf einmal kriegte ich diese Energie mit und wusste, worüber du geredet hast. Wow. Das war sowas von geil. Also wie gesagt, mega. Ja, ich danke, Liesen. Ne? Und ich danke natürlich mir selber auch, dass ich den Mut habe und gesagt habe, ja, ich mache es. Ich wähle es für mich und ich mache es. Ich weiß nicht warum, aber ich mache es einfach und gucke, wie es dabei rumkommt. Und es gibt immer Möglichkeiten, miteinander zu sprechen. Mhm. Es gibt verschiedene Wege, dahin zu kommen. Und man muss es einfach für sich nur wählen und nicht da noch eine Ausrede. Natürlich, ne, wo wir heute darüber gesprochen hatten, so mit diesem Wählen. Ich sage, das war für mich nicht einfach. Ich weiß nicht, ob ich das nochmal so mache. Und dann war aber gleich schon wieder ping, 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 ping. Nein, weiter so. Pipi, ich habe gefragt nach Veränderung und Pipi würde nicht sagen, nein, ich will jetzt nicht mehr. Ja, nein, ich möchte Abenteuer. Pipi lebt aus Abenteuern. Ja. Pipi lebt aus... Ja, jetzt ist genügend. Ja? Jetzt hast du genügend gemacht, genau. Annette, ne? Nein. Jetzt hat es gerade erst angefangen. Ich weiß. Jetzt hat es gerade erst angefangen. Genau. Es hat gerade erst angefangen. Man kann nach mehr fragen. Ja, mach ich. Ja, danke schön. Ich bin echt so happy. Ja, und was sich alles bei mir verändert dann, beruflich, privat. Ja, schauen wir mal. Ich glaube, wir werden noch einiges von Annette hören. Und sie hat auch gelernt, jetzt mehr Videos zu machen und Facebook Lives. Das wird sehr spannend. Wir dürfen noch einiges hören, glaube ich. Ja. Das wird sehr spannend. Das werdet ihr auf jeden Fall. Ja.
Danke, tschüss.